Freunde vom demokratischen Widerstand, hier in der Wochenzeitung mit den sensationellen hohen Auflagen. Ja, heute sind wir tatsächlich schon bei der 50. Ausgabe angekommen. Das ist eigentlich auch schon wieder ein Anlass, um die Fanfare laufen zu lassen. Ta-ta-ta-ta. Und der Kollege Gellermann singt ja auch die Tagesschau-Hymne selber. Darauf werde ich aber jetzt mal verzichten. Und man soll ja solche Kunst nicht versuchen noch zu übertreffen. Finde ich auf jeden Fall sehr goldig. Ja, und bei der 50. Ausgabe schaut uns ein Augenpaar an. Und die Augen sind aber eigentlich viel zu schön für das, was damit dann gesagt werden soll. Der Geheimdienst überwacht Demokraten und wir beobachten zurück. Ah ja, natürlich, klar. Unsere Augen sind schöner als die vom Geheimdienst. Also das ist auf jeden Fall klar. Gut, die Demokratiebewegung lässt sich nicht einschüchtern für eine freie Bundesrepublik. Das ist natürlich sehr verschwörungstheoretisch. Reichsbürger, sieht man eindeutig. Antidemokraten, Antisemiten. Pfui. Also sowas sagt man nicht für eine freie Bundesrepublik. Gut, meine Damen und Herren, ich habe natürlich als stolzer Redakteur für Wirtschaft und Soziales wohlgemerkt auch zu dieser bemerkenswerten Ausgabe was beigetragen. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Jetzt ist Sophia Maria Antonulas hat unser Blatt leider verlassen, weil sie schon wieder ganz neue, aufregende Projekte anschieben wird. Und dass ihr das immer gelungen ist, sieht man, was sie auch mit dazu beigetragen hat, diese Zeitung innerhalb von eines Jahres so dermaßen hochzuheben. Noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön für Sophia Maria. Und ich bin gespannt, was Sie jetzt demnächst Interessantes machen werden. Ja, und was hab ich jetzt gemacht als Fachredakteur? Diese Geschichte hier auf Seite 9, die fängt an mit einer Begebenheit, die meinem Bruder passiert ist. Und wir werden gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Dann habe ich was geschrieben auf Seite 10 über den Rahmenvertrag zwischen EU und der Schweiz. Der ist nämlich geplatzt. Krach, bumm. Das ist natürlich, viele Leute reden dann von einer vertanen Chance und von Katzenjammer. Ich glaube, es ist ein Sieg für die Menschen draußen im Lande. Es ist ein Sieg für die Demokratie, weil die Schweiz hat einfach gesagt, wir legen nicht so viel Wert auf Wirtschaftswachstum um jeden Preis und Maximierung der Profite. Wir treten lieber ein bisschen kürzer und bleiben aber wir selbst. Das finde ich also ganz top. Das habe ich dann auch entsprechend hier herausgestellt. Dann schließlich habe ich noch was geschrieben. Sozialverband VdK. 2,1 Millionen Mitglieder hat jetzt die Maßstäbe für die Parteien bei der Bundestagswahl gestellt, also soziale Gerechtigkeit, Rücksichtnahme für die Schwachen und auch durchaus strukturelle Veränderungen im Sinne der Schwachen in dieser Gesellschaft. Auch sehr lobenswert und ich dachte, das muss dann auch mal an dieser Stelle ein bisschen referiert werden, was die dazu sagen. Ja, aber zurück zu der Hauptgeschichte, die ich jetzt auch vorlesen werde. Wirtschaftsaufschwung abgesagt, es fehlt Material. Und wie immer lese ich das jetzt nicht von der Zeitung, von der Printzeitung ab, sondern in größeren Buchstaben, dass Opa das auch erkennen kann, von der Textdatei. Also, Aufschwung abgesagt, es fehlt Material. Untertitel: Nach dem starrsinnigen Beharren auf dem Lockdown kommt die deutsche Wirtschaft nicht mehr richtig auf die Füße. Geschrieben von mir, Hermann Plopper. Und jetzt der Fließtext: So schnell kann der Traum vom eigenen Haus vorbei sein.
Da hat der Bauherr die Planung schon fertig. Kredite sind bewilligt. Die Baufirma kann anrücken. Genehmigungen sind in trockenen Tüchern. Und dann der Knall. Das Haus kann nicht gebaut werden. Es gibt nämlich in Deutschland schlichtweg kein Bauholz mehr. Das ist Realität im Jahr 1 nach Corona-Beginn. Wie gesagt, das habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen als Einstiegsgeschichte. Das ist meinem Bruder jetzt gerade passiert. Während in Deutschland die Wirtschaft in Fesseln liegt, brummt die Konjunktur in Ostasien. Und nach der Lizenz zum hemmungslosen Gelddrucken neuerdings auch in den USA. Diese Länder sind derart gedopt, dass sie für Bauholz jeden Preis der Welt zahlen. Für Konstruktionsholz, also zum statischen Abstützen von Häusern, blättern die Kunden das Doppelte und für Dachlatten sogar das Dreifache des Vor-Corona-Preises auf den Tisch. Auch Holzpaletten, Träger der meisten Waren auf dieser Welt, sind selber Mangelware geworden. Schon tummeln sich die Holzhändler bei Wirtschaftsminister Peter Altmaier zur Holzrunde. Im Gespräch ist Einschlagbegrenzung für Fichtenholz, die bis zum September gelten, aufzuheben und die Bäume jetzt schon zu fällen. Das ist natürlich auch mit dem Naturschutzgesetz überhaupt nicht in Einklang zu bringen, nebenbei bemerkt. Da stoßen die Holzunternehmer allerdings an die nächste Grenze. Jahrelang sind die deutschen Wälder derart unsachgemäß mit sogenannten Harvester-Baumschälmaschinen ruiniert worden, dass Dürre und Käferbefall den traurigen Forstresten massiv zu schaffen machen. Der Traum vom Eigenheim ist an dieser Stelle leider oft ausgeträumt. Denn auch alternative Baustoffe sind stark verteuert. Selbst für Metallschrott muss man jetzt 62,7% mehr hinlegen als vor einem Jahr. Der Schluck Benzin an der Tanksäule für das eigene Auto kostet mittlerweile ein Drittel mehr als vor Corona. Das liegt daran, dass der Öldurst in Fernost enorm zugenommen hat und die großen Öllieferanten wie Russland und Saudi-Arabien sich augenblicklich nicht gegenseitig unter Druck setzen, ihre Förderquoten zu erhöhen. Aus Öl macht man Polyethylen und dann daraus wird dann Plastik. 80% aller Unternehmen in Deutschland klagen über einen schmerzhaften Mangel an Kunststoff. Die Lieferzeiten für das synthetische Material erstrecken sich auf 14 bis 16 Wochen. Mara Hauke, Sprecherin der Industrievereinigung Kunststoff, sagte: Wir haben eine riesige Nachfrage aus Asien, da brummt die Wirtschaft. Rohstoffe werden quasi aufgesaugt. Zitat Ende. Der Hase und der Igel fällt mir dazu ein. Deutschland und China. Zu spät aus dem Corona-Winterschlaf aufgewacht. Der Lockdown-Wahn als empfindlich spürbarer Wettbewerbsnachteil, um es mal in der Sprache der Ökonomen zu fassen. Und weil im letzten Jahr der Seetransport durch Corona-Beschränkungen in den Boden gestampft wurde, kommen die Containerkapazitäten jetzt nur mühsam wieder in Fahrt. So kostet der Containertransport von einem chinesischen Hafen nach Amsterdam jetzt 8-mal so viel wie vor Corona. Das zahlt der Endverbraucher, also wir. Am Mangel an Halbleitern leidet nun auch mal die Wirtschaft in der Volksrepublik China. Bei Halbleitern haben Produktionsstätten in Taiwan und in Südkorea die Nase vorn. Festlandchina hinkt in der Halbleiterproduktion um 2 Entwicklungsgenerationen hinter den erstgenannten hinterher. Die Digitalisierung durch Corona bescherte China im Jahre 2020 ein Nachfrageplus von 13%. Da mittlerweile jede elektrische Zahnbürste über ein digitales Gehirn verfügt, ist der Hunger nach Halbleitern nicht mehr zu stillen. Auf die Lieferung von Halbleitern muss man weltweit 12 Monate warten. Das Problem ist verschärft dadurch, dass Spekulanten Halbleiter horten, um sie in einem günstigen Augenblick zu verhökern, was wiederum die Lieferengpässe weiter verschärft. Jahrzehntelang hat der Welthandel die Lagerung von Waren immer weiter heruntergefahren. Die engere Vernetzung und die zunehmende Digitalisierung haben es ermöglicht, die Zeit und den Weg vom Hersteller zum Abnehmer immer weiter zu verkürzen.
Und damit den Gewinn immer weiter zu erhöhen, indem man Lagerkosten einsparte. Die Transporter wurden selber zum Lager, wovon sich jeder selber überzeugen kann, der am Wochenende Autobahnrastplätze ansteuert und vor lauter Kühl-LKWs kaum wieder herauskommt. Diese Unsitte der sogenannten schlanken Produktion, Lean Production, und des Anliefers exakt zum Zeitpunkt des Bedarfs, just in time, verschlimmert jetzt gerade radikal die Lieferkrise. Es gibt einfach keine Reserven mehr. Und die Wirtschaft gerät damit in den Modus der Schnappatmung. Bei Lebensmitteln kommt zu den genannten Faktoren noch die Psychologie der Verbraucher hinzu. Denn in Erwartung möglicher kommender Lieferengpässe horten die Verbraucher schon jetzt Lebensmittel, bevorzugt in der Tiefkühltruhe, was wiederum nicht so toll ist für die Umweltbilanz. Laut Umfrage des Verbraucherforums MyDeals standen bereits 90,63% der Befragten vor leeren Regalen bei den Discountern. Deswegen erwarten 23,55% weitere Lieferengpässe. Also haben ein Fünftel der Befragten schon Vorräte angelegt und ein weiteres Fünftel überlegt, genau das auch zu tun. Allerdings können sich in ärmeren Gegenden dieser Welt die Leute keine Tiefkühltruhe leisten. Sie leben von der Hand in den Mund. Entsprechend existenziell fallen hier die Preissteigerungen in der Corona-Welt aus. Die FAO, die Nahrungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, stellt für März 2021 einen um 30,8% höheren Nahrungsmittelpreisindex fest als im Vorjahr. Getreide ist auf diese Weise in diesem Jahr um 26% teurer gewesen als vor einem Jahr. Mais ist in derselben Zeit sogar um zwei Drittel teurer geworden. Die Experten sind sich einig, dass die Corona-Kampagnen den Hunger auf dieser Welt radikal verschlimmern werden. Die genauen Zahlen der Hungernden weiß man nicht oder man will sie nicht wissen. Sicher ist, dass schon vor Corona auf diesem Globus 690 Millionen Menschen an Hunger litten und 2 Milliarden Menschen sind der Mangelernährung ausgesetzt gewesen. Wie schon in früheren Jahrhunderten, so spielt auch jetzt die widerwärtige Spekulation mit Nahrungsmitteln neben den oben schon genannten Gründen eine Hauptrolle. Immer mehr Menschen erkennen indes, dass es gar nicht so schwer ist, diesem Hamsterrad der künstlichen Verelendung zu entkommen. Immer öfter finden Lebensmittelhersteller und Lebensmittelabnehmer wieder den direkten Weg zueinander und umgehen die oftmals parasitären Zwischenstationen. Sogar große Discounter gehen mittlerweile den vernünftigen Weg zu regionalen Produzenten. Not macht erfinderisch.